Das Thema steht jetzt hier so: blinde Natur und blinder Wille, das Problem bewusstloser Zweckmäßigkeit der Natur bei Schelling und Schopenhauer. Und genau auf dieses Problem möchte ich einmal heute zu sprechen kommen. Und zwar zeigt sich hier eine ganz interessante Parallele zwischen Schopenhauer und Schellings Naturkonzeption, die man eben hier grob als blinde Natur umschreiben kann. Schopenhauer spricht häufiger vom blinden Willen, aber letzten Endes, wenn man der Naturmetaphysik Schopenhauers geht, hat man es dann doch mit der blinden Natur zu tun. Ganz grob gesagt, geht es darum, dass Schopenhauer und Schelling im Kontext ihrer Naturphilosophie und Naturmetaphysik von so etwas sprechen, dass man eine blinde Tätigkeit in der Welt nennen kann, beziehungsweise in der Natur. Bei Schelling hat man das bereits in der Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, sehr langer Titel, da heißt es, und da sind wir schon direkt beim ersten Zitat: Die Intelligenz ist auf doppelte Art entweder blind und bewusstlos oder frei und mit Bewusstsein produktiv. Bewusstlos produktiv in der Weltanschauung, mit Bewusstsein in dem Erschaffen einer ideellen Welt. Und bei Schopenhauer kann man Ähnliches beobachten. Er spricht ja recht häufig von einem blinden Wille in seinem Hauptwerk, häufiger auch in seiner Willen in der Natur. Da findet man solche Formulierungen relativ häufig. Beide Philosophen adressieren damit ein Problem, das sich explizit aus dem naturphilosophischen beziehungsweise bei Schopenhauer der naturmetaphysischen Ansatz heraus ergibt. Nämlich die Frage danach, wie erstens die Natur tätig gedacht werden kann und zweitens in dem Kontext eben auch als zweckmäßig. Schopenhauer und Schelling versuchen, die Natur in ihrer Selbsttätigkeit zu beschreiben, beziehungsweise der Natur eine solche Selbsttätigkeit zuzuschreiben, was teilweise mit dem Vorwurf konfrontiert ist, man kennt das bei Schopenhauer, die Philosophiensysteme seien in gewissermaßen in vorkritische Zeiten zurückgefallen. Interessanterweise ist es sogar Schopenhauer selbst, der Schelling etwas Vergleichbares vorwirft. Später wird dann Schopenhauer etwas derartiges vorgeworfen. Tatsächlich, und dafür argumentiere ich, lassen sich beide Systeme eher in einen Entwicklungsprozess einreihen, der mit Kant beginnt, dann über Fichte geht, zu Schelling und schließlich zu Schopenhauer führt. Wenn ich Entwicklungsprozess sage, sollte man das vielleicht ein kleines bisschen vorsichtig verstehen. Es ist damit nicht gemeint, dass es irgendwie ein eindeutiger Verbesserungs- oder Weiterentwicklungsprozess philosophischer Systeme wäre, von Kant bis Schopenhauer, sondern eher, dass Schopenhauer und Schelling jeweils ein Stück weit ein gemeinsames Interesse haben, das eben bei Kant beginnt und vor allem auch die Ausbildung von Naturphilosophie und Naturmetaphysik geht. Tatsächlich scheint es sogar so zu sein, dass Schopenhauer in Schelling eher den geeigneteren Referenzpunkt bzw. Ansprechpartner gefunden hat für eine Auseinandersetzung zur Entwicklung seiner eigenen Naturmetaphysik, als es beispielsweise Kant und vor allem als es Fichte gewesen wäre. Trotzdem schreibt Schopenhauer dann zu den Verhältnissen zwischen seiner Philosophie und den Philosophien Fichtes und Schellings ein ganz relativ berühmtes Zitat, dass man sich nicht wundern darf, wenn in dem ebenfalls von Kant ausgehenden Philosophemen Fichtes und Schellings sich Spuren desselben Grundgedankens finden lassen, wiewohl sie dort ohne Folge, Zusammenhang und Durchführung auftreten und demnach als ein bloßer Vorspuk meiner Lehre anzusehen sind. Aber auch wenn Schopenhauer das gewissermaßen selbst sich zuschreibt, dass er viel mehr von Kant ausgeht als von beispielsweise Schelling, kann man den Einfluss Schellings auf Schopenhauers Philosophie nicht unterschätzen. Schopenhauer war erstens mit Schellings Naturphilosophie äußerst gut vertraut. Das sieht man an den Notizen in den verschiedenen Büchern, die in der Bibliothek zu finden sind, unter anderem im Archiv. Des Weiteren hat er sich sein ganzes Leben lang immer wieder mit den Schriften Schellings beschäftigt, sehr stark auseinandergesetzt. Und was man vielleicht auch erwähnen sollte, dass es äußerst wahrscheinlich ist, spricht sehr, sehr viel dafür und auch beispielsweise Herr Sattar argumentiert sehr stark dafür, ist davon auszugehen, dass noch bevor Schopenhauer mit den Werken Kants vertraut war, er bereits die Werke Schellings gelesen hat. Das sieht man auch sehr schön an der Auseinandersetzung Schopenhauers mit jeweils Kant und Schelling,
dass hier immer wieder Spuren Schellings in der Interpretation von Kant zu sehen sind. Und man kann hier gewissermaßen als Beispiel vielleicht den Begriff der Wechselwirkung anführen, den Schopenhauer im Anhang seines Hauptwerkes einmal diskutiert. Da wirft er Kant gewissermaßen bestimmte Elemente vor im Begriff der Wechselwirkung, die bei Kant gar nicht enthalten sind, sondern sich erst aus dem Begriff der Wechselwirkung Schellings ergeben. Das ist so ein Punkt. Und das andere, was auch sehr schön zu sehen ist, ist der Begriff des empirischen und intelligiblen Charakters bei Schopenhauer. Schopenhauer wirft Schelling vor, dass Schelling in seiner Freiheitsschrift gewissermaßen den intelligiblen Charakter, also die Lehre von Kant, also Kants Lehre des intelligiblen und empirischen Charakters hier paraphrasiert. Allerdings ist da eher davon zu sprechen, dass Schopenhauer bereits die Freiheitsschrift so liest, wie er also die kantische Lehre des intelligiblen empirischen Charakters vor Augen hat. Und das nur eben deshalb, weil er bereits von Schelling so weit beeinflusst war in seiner Interpretation, dass da gewisse Konnotationen mit drin sind. Nur das nur so als kleine Randbemerkungen dazu. Genau. So, bevor ich jetzt weiter über die zu sehr auf die verschiedenen Unterschiede zwischen Kants eigener Philosophie, Schopenhauers Interpretation von Kant und Schelling spreche, möchte ich mal auf Schellings Philosophie zu sprechen kommen. Und zwar auf Schellings Entwicklung seiner Naturphilosophie im Kontext seiner Abhebung von Kant und Fichte. Wenn man sich jetzt der Genese der Schellingschen Naturphilosophie bis hin zur Identitätsphilosophie, sagen wir bis 1809 bei der Freiheitsschrift beispielsweise, nachverfolgt, zeichnet sich bei Schelling so ein Bild einer konstanten Ausarbeitung und Weiterentwicklung seines eigenen philosophischen Vorgehens ab, dass man mit Schelling selbst, er formuliert das in seiner Frühschrift Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kritizismus 1795, einen Gang der Philosophie nennen kann. Da sagt Schelling zu, der Gang aber muss durch Gebiete hindurchgehen, die alle Parteien gemein sind, womit Schelling sein späteres Vorhaben von zwei gleich möglichen, gleich notwendigen Richtungen der Philosophie, nämlich Transzendentalphilosophie auf der einen und Naturphilosophie auf der anderen Seite schon, wie sagt man, metasystematisch vorwegnimmt, was dann im späteren Verlauf seiner Ausarbeitungen immer deutlicher zu spüren wird. Obwohl Schelling Fichtes Philosophie, seine Transzendentalphilosophie, zunächst in der Anfangszeit wohlwollend rezipiert, nimmt er mit dem Verlauf der Zeit diese Philosophie immer kritischer wahr. Und ein elementarer Kritikpunkt Schellings ist dabei die untergeordnete Rolle der Natur in Fichtes System, weshalb er Fichte auch gewissermaßen dem Vorwurf einer Unvollständigkeit konfrontiert. Schellings eigener Ansatz sieht dagegen vor, nicht allein das Ich, wie bei Fichte, das Ich der Transzendentalphilosophie als tätig zu denken, sondern eben zugleich auch der Natur diese Selbsttätigkeit zuzuschreiben, nämlich einem anderen gleich möglichen, gleich notwendigen System der Naturphilosophie. Schelling möchte damit seine eigene Philosophie als ein absolutes System oder ein System des Absoluten so konzipieren, dass es in zwei unterschiedliche und gleichrangige Richtungen oder Systeme zerfällt. Irgendwie dann zwei Richtungen, man hat das Absolute dort und dann Transzendentalphilosophie und Naturphilosophie, zwei Richtungen. Schelling schreibt dazu selbst, wenn es nun Aufgabe der Transzendentalphilosophie ist, das Reelle dem Ideellen unterzuordnen, so ist es dagegen Aufgabe der Naturphilosophie, das Ideelle aus dem Reellen zu erklären. Beide Wissenschaften sind also eine, im Absoluten, nur durch die entgegengesetzte Richtungen ihrer Aufgaben sich unterscheidende Wissenschaften. Da ferner beide Richtungen nicht nur gleich möglich, sondern gleich notwendig sind, so kommt auch beiden Systemen des Wissens gleiche Notwendigkeit zu. Diese gleiche Möglichkeit und Notwendigkeit, das möchte ich hier am Rande mal erwähnen, ergibt sich für Schelling aus einem vorrangigen Systembegriff. Der von Schelling intendierte absolute Idealismus, den er als Ergänzung oder Verbesserung zum fichteschen System versteht, und entsprechend mit der Transzendentalphilosophie anhebt, ist nichts anderes als das System oder das sich als System des Wissens selbst darstellende Absolute.
Will man diese Selbstdarstellung des Absoluten philosophisch vollständig einholen, so Schellings Argumentation, genügt es nicht, die Richtung nachzuverfolgen, durch welche die Vernunft oder das Ich die Natur gewissermaßen hervorbringt oder die Natur gegeben ist. Denn das hieße eben nur ein Teilsystem der Vernunft etablieren. Zugleich muss von der Vernunft abstrahiert werden, gewissermaßen die Vernunft ausgeklammert werden zunächst, muss also die von der Vernunft verschiedene Natur selbst als ein System vorgestellt werden und gedacht werden. Dass für Schelling dabei der Systembegriff aufs engste mit den Selbstdarstellungen des Absoluten, damit auch mit dem Organisationsbegriff verknüpft ist, führt letztlich zu einem realen System, einer prozessualen Natur. Darauf möchte ich jetzt an der Stelle nicht unbedingt tiefer eingehen. Das könnte man vielleicht gleich in der Diskussion noch einmal näher ausführen, wenn Bedarf besteht. Möchte aber hier an der Stelle zumindest noch festhalten, dass der Systembegriff bei Schelling als solcher gewissermaßen eine vorrangige Position hat, aus dem dann eben in einer Form der Genese Transzendental- und Naturphilosophie und später dann Identitätsphilosophie hervorgehen. Zu dem Systembegriff kann man vielleicht kurz sagen, da gibt es auch ein schönes Zitat zu, das ich kurz vorlese. Jedes zusammen, also das versteht Schelling unter System, jedes zusammengeordnete Ganz von sich gegenseitig bedingenden und wechselseitig voraussetzenden Gliedern ist ein System. Nur solche Glieder bilden ein Ganzes, die sich gegenseitig Mittel und Zweck sind und sich gegenseitig bedingen. Sehr treffend sagt man daher Planetensystem, Weltsystem etc., weil da ein Glied durch alle und alle durch eines bedingt sind. So, wenn eines wankte, das Ganze zusammenstürzte, weil ein Glied mit dem anderen lebt und stirbt und durch ein unauflösliches Band verknüpft ist. Man kann Schellings Systembegriff meines Erachtens vereinfacht zusammenfassen als ein organisiertes Verhältnis einzelner Elemente zueinander innerhalb einer geschlossenen Einheit unter einem Prinzip. Aus der Definition, aus dem Zitat, ergeben sich da einige Konsequenzen, die ich kurz zusammenführen möchte. Erstens ergibt sich dadurch, dass das System eine geschlossene Einheit bildet, die organisiert ist. Und das bedeutet, dass dieses System sozusagen als ein System der Selbstorganisation verstanden werden kann. Schelling ist in diesem Denken auch relativ konsequent. Das heißt, Elemente seines Systems können in kein Verhältnis zu Elementen eines anderen Systems treten, in seinem Systembegriff, sondern entweder treten zwei Systeme dann in Verhältnis zueinander oder wenn Elemente aus einem System mit einem anderen System in Verhältnis treten würden, dann wäre es doch nur ein System. So viel zu dieser Selbstorganisation des Systems. Zweitens, die Elemente jedes Systems stehen zueinander in einem Verhältnis der Wechselwirkung. Das hat er ja im Zitat gesagt. Und das verwundert auch nicht, wenn man bedenkt, dass Schelling unter Kausalität notwendig Wechselwirkung versteht. Für ihn gibt es da eigentlich gar keinen Unterschied. Allerdings geht Schelling sogar so weit, die Wechselwirkung hier, also die Wechselwirkung der Elemente hier als gegenseitig Mittel und Zweck sein zu bezeichnen. Und drittens, gleichzeitig bedeutet das, dass die innere Wechselwirkung die wesentliche Eigenschaft des Systems auch zugleich Ursache und Wirkung des Systems selbst ist. Das System befindet sich in einem kontinuierlichen Prozess der Selbstreproduktion. Man kennt das von Organismen. Schelling spricht hier sogar stellenweise von einer zirkulären Kausalität und bedient sich da anschaulicher Beispiele. Man hat da so ein schönes Bild, das Schelling zeichnet von einem Strom im einem Fluss. Und dort sieht man Wirbel dieses Stroms, die konstant dieselbe Form haben, obwohl sie sich eigentlich konstant in Veränderung befinden. Versteht man jetzt mit Schelling die Naturphilosophie als System der Natur, so ist damit eine entschiedene Emanzipation der Natur von der Vernunft verbunden. Die Naturphilosophie soll zwar im Absoluten mit der Transzendentalphilosophie identisch sein für Schelling, dennoch ist dem Prinzip nach etwas vollkommen Verschiedenes. Die Naturphilosophie soll aber unabhängig, ganz unabhängig gedacht werden von der Transzendentalphilosophie. Es geht Schelling nicht allein darum, diese Natur in einem Vernunftsystem sozusagen nachvollziehen, wie das Ideale aus dem Realen entsteht, denn das wäre wieder nur Transzendentalphilosophie,
Vielmehr geht es Schelling darum, dass die Naturphilosophie die Natur so versteht, dass sie sich selbstständig und völlig unabhängig von der Vernunft sozusagen, dass das Ideale selbst, also die Vernunft selbst, aus dem Realen konstituiert wird. So, ich muss ganz kurz bleiben. Entschuldigung. Mit seiner Naturphilosophie versucht Schelling jetzt die Natur also unabhängig von der Vernunft als selbsttätig zu denken und sozusagen von dieser Vernunft vollkommen zu emanzipieren. Zugleich spricht er allerdings in diesem Zuge von einem System und Organisation und dann auch von einem Zweckbegriff. Das heißt, er bringt den Zweckbegriff wieder in die Natur mit ein. Und man fühlt sich ja ein wenig an Formulierungen erinnert, die Kant in der Kritik der Urteilskraft gemacht hat. Wir kommen mal zu einem Zitat von Kant, was ganz anderes. Damit also der Naturforscher nicht auf reine Verlust arbeitet, muss er in der Beurteilung der Dinge, deren Begriff als Naturzwecke unbezweifelt gegründet ist, organisierte Wesen, immer irgendeine ursprüngliche Organisation zum Grunde legen, welche jenen Mechanismus selbst benutzt, um andere organisierte Formen hervorzubringen oder die seinige zu neuen Gestalt, die doch aber immer aus demselben Zweck und ihm gemäß erfolgen, zu entwickeln. Hier spiegelt sich gewissermaßen wieder diese Selbstreproduktion, von der ich gerade eben bei Schelling hatte. Schelling übernimmt Kants Annahme, dass eine ausschließlich teleologische oder mechanische Betrachtung der Natur nicht ausreicht, die Natur vollständig zu erfassen. Stattdessen muss gewissermaßen beides zusammengedacht werden. Auch Schelling geht davon aus, dass die Natur vollständig als ein System erfasst werden kann, wenn man Kausalität und Finalität also zusammendenkt. In den Ideen, so ein System der Naturphilosophie, heißt es dann bei Schelling, fassen wir endlich die Natur als ein Ganzes zusammen, so stehen einander gegenüber Mechanismus, das heißt eine abwärts laufende Reihe von Ursache und Wirkungen, und Zweckmäßigkeit, das heißt Unabhängigkeit vom Mechanismus, Gleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung. Indem wir auch diese beiden Extreme noch vereinigen, entsteht in uns die Idee von einer Zweckmäßigkeit des Ganzen. Die Natur wird eine Kreislinie, die in sich selbst zurückläuft, ein in sich selbst geschlossenes System ist. Die Reihe von Ursache und Wirkungen hört völlig auf und es entsteht eine wechselseitige Verknüpfung von Mittel und Zweck. Das Einzelne konnte weder ohne das Ganze noch das Ganze ohne das Einzelne wirklich werden. Allerdings bleibt Schelling hier auch den kantischen Vorgaben insofern treu, als dass der Begriff der Zweckmäßigkeit zusammen mit dem Begriff der Freiheit, dann später im System des transzendentalen Idealismus, in der Transzendentalphilosophie verortet bleibt. Wohingegen die Naturphilosophie lediglich, sie muss schließlich das Ideale aus dem Realen ableiten, auf den Mechanismus, beziehungsweise später dann, Schelling nennt es dann den Dynamismus, zur Erklärung zurückgreifen darf. Hier haben wir dann ein weiterführendes Zitat. Die Natur ist nicht zweckmäßig der Produktion nach. Das heißt, obgleich sie alle Charaktere eines zweckmäßigen Produkts an sich trägt, ist sie doch in ihrem Ursprung nicht zweckmäßig und durch das Bestreben, sie aus einer zweckmäßigen Produktion zu erklären, wird der Charakter der Natur und eben das, was sie zur Natur macht, aufgehoben. Als kurze Randbemerkung, eben weil diese Zweckmäßigkeit dann von einer Vernunft gegeben von außen kommen müsste, was Schelling aber entschieden ausschließt. Denn das Eigentümliche der Natur, ich lese weiter, beruht eben darauf, dass sie in ihrem Mechanismus und obgleich selbst nichts als blinder Mechanismus doch zweckmäßig ist. Hebe ich den Mechanismus auf, so hebe ich die Natur selbst auf. An dieser Stelle fasst Schelling treffend das Problem der Zweckmäßigkeit und die damit einhergehende Notwendigkeit einer Naturphilosophie insgesamt prägnant zusammen. Die Natur kann nicht von einem Begriff der Zweckmäßigkeit her erklärt werden, da dieser dann gewissermaßen von der Natur von außen, von einer Vernunft, von irgendetwas anderem vorgegeben wäre. Dann wäre die Natur nicht mehr selbst tätig. Die Natur wäre nur noch Objekt, Mittel zum Verwirklichen irgendeines fremden Zweckes. Und das würde dem am Anfang genannten Vorgehen oder Vorhaben Schellings Naturphilosophie gänzlich widersprechen. Folglich muss die Natur aus sich selbst heraus, in einem selbstständigen Mechanismus oder Dynamismus heraus,
zweckgemäß sein. Der Bezug zu diesem Zweckbegriff, der nur als von einer Vernunft gegeben gedacht werden kann, wird also kategorisch ausgeschlossen. Dennoch soll die Natur unbewusst oder blind zweckgemäß sein. Später ist es dann so, dass in der Identitätsphilosophie Zweckmäßigkeit oder bewusste Zweckmäßigkeit und unbewusster Dynamismus wieder im Absoluten als identisch zusammenlaufen. Ich möchte an der Stelle kurz auf einen Versuch in der Sekundärliteratur hinweisen bzw. eingehen, wie man diese Zweckmäßigkeit bei Schelling versuchen kann zu interpretieren. Und zwar hat Karen Gloy in ihrer Forschung vorgeschlagen, diese blinde Zweckmäßigkeit bei Schelling nicht mehr als Teleologie, wie es üblich ist und wie es auch bei Kant auch genannt wird, zu verstehen, sondern eher im Sinne moderner Biologie oder eher Philosophie der Biologie als Teleonomie. Der Begriff der Teleonomie kommt von Pittendry, wurde in die Biologie eingeführt und dann später von Jacques Monod ausgearbeitet, meint nichts anderes oder hat keinen anderen Zweck, als der Biologie die Möglichkeit zu geben, einen biologischen Tatbestand rein deskriptiv als zweckdienlich oder zielgerichtet kennzeichnen zu können, ohne damit zugleich eine Hypothese oder Aussage über die Herkunft dieser Zweckdienlichkeit aussprechen zu müssen. Eine teleonomische Erklärung würde also weniger auf die Zweckgerichtetheit eines Prozesses gehen, als vielmehr einen gegebenen Prozess in irgendeiner Art und Weise als funktional zu beschreiben. Bernhard Grünewald hat diesen Teleonomiebegriff in einer Art und Weise als einen regulativen Charakter interpretiert, im Kontext einer biologischen Funktionsanalyse. Dazu habe ich mal ein Zitat aus der Sekundärliteratur von Grünewald selbst, denn es vereinfacht ein bisschen diesen Begriff der Teleonomie fassbar zu machen und greifbar zu machen. Nicht die Einheit der Naturgesetze und die Ableitung eines Faktums aus anderen mithilfe dieser Gesetze ist unser Ziel, so sehr wir darauf als Erkenntnismittel nicht verzichten können, sondern die Einheit des organismischen Ganzen als eines sich selbst erhaltenen Systems von Einzelmerkmalen. Eine Einheit, die sich uns nur durch die Verfolgung der vermutlich unendlichen Aufgabe einer Funktionsanalyse ergibt, die mit jedem Einzelaussage schon auf die Funktion jedes Merkmals für die Teleonomie des Ganzen als einer regulativen Idee verweist. Darin liegt gewiss eine heuristische, aber zugleich eine im Forschungsziel und Ergebnis sich niederschlagende systematische Funktion. Man sieht gewissermaßen, hier wird der Begriff der Teleonomie regulativ verwendet. Er hat einfach nur eine Funktion im Sinne einer, ja, er ist ein Mittel im Sinne einer Funktionsanalyse für Aussagen zur Erklärung von Selbsterhalt und Selbstreproduktion von Systemen in der Biologie. So. Und jetzt wieder zurück zu Schelling. Entschuldigen Sie diesen etwas längeren Exkurs zur Teleonomie. Ich glaube, dass dieser Begriff der Teleonomie relativ gut oder insofern auf Schellings Begriff einer blinden Zweckmäßigkeit oder einer unbewussten Natur zutrifft, da die Reproduktion von Systemen, beispielsweise der Selbsterhalt eines Organismus, hier nicht als bewusstes Ziel vorgegeben ist, sondern lediglich durch das Verhältnis wirkender Kräfte dynamisch erklärt wird. Das ist gewissermaßen auch das, was bei Schelling angedacht ist. Indem Schelling den Zweckbegriff zusammen mit dem Begriff der Freiheit dann in das Gebiet der Transzendentalphilosophie wieder verlagert, erfüllt die blinde Zweckmäßigkeit für die Beurteilung organischer Systeme innerhalb der Naturphilosophie ebenfalls, wie beim Begriff der Teleonomie, nur eine regulative Funktion. Trennt man in diesem Sinne jetzt Transzendentalphilosophie und Naturphilosophie entschieden voneinander und betrachtet diese beiden Systeme selbstständig oder als selbstständige Systeme, welche lediglich oder bestenfalls auf eine Identität im Absoluten verweisen, dann könnte man die Natur tatsächlich mit Schelling als emanzipiertes System unabhängig von der Vernunft denken. Die Naturzweckmäßigkeit wäre dann eben bloß eine zufällige Teleologie. Problem mit Schelling ist nur, dass bekanntlich eben bei Schelling dabei stehen bleibt. Denn Natur und Vernunft sollen tatsächlich ganz parallel gedacht werden und parallel sein und tatsächlich im absoluten identisch sein. Und
Somit ist in jedem Einzelorganismus, in jedem Prozess der Natur, in allem, was dann doch in der Natur ist, irgendwie wieder ein impliziter Bezug auf diese Vernunft enthalten. Bei Schelling kommt es an späterer Stelle sogar zu einer a priori notwendigen, zufälligen Teleologie der Natur. Es gibt eine a priori Wissenschaft, eine a priori bewusste oder notwendige Wissenschaft der Natur und so etwas. Spätestens in der Freiheitsschrift wird die Wurzel dieser unbewussten Natur im Absoluten dann ganz explizit. Obgleich die Natur, die Produktion und Reproduktion der Organisation unbewusst bleibt, so wurzelt sie eben letzten Endes, wie jedes System, in diesem Absoluten. Und die Natur wird damit nichts anderes als ein zu sich selbst kommendes Absoluten, das in seiner Produktion als Natur eben zwar noch nichts von sich weiß, aber trotzdem ist immer der Fall ist, dass in diesem Streben die Natur blind und vernunftlos, in diesem blinden und vernunftlosen Streben der Natur in irgendeiner Art und Weise auf diese Vernunft hinläuft. Die Natur wird letztlich selbst nichts anderes sein als diese Selbstrealisierung des Absoluten oder in der Freiheitsschrift dann eben auch Gottes. So. Das war jetzt eine ganz kurze, also ganz kurz stimmt nicht ganz, es war eine relativ ausführliche ja, Abriss darüber, wie Schelling versucht, die Zweckmäßigkeit und die Selbsttätigkeit der Natur in sein System der Naturphilosophie einzuführen und zu denken. Und auch ein Verweis darauf, dass eben diese Naturphilosophie oder die Selbsttätigkeit der Naturphilosophie, diese Selbsttätigkeit der Natur irgendwie immer noch an dem Absoluten, an der Vernunft, an Gott und so weiter hängt. Und ich verrate, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, dass das Schopenhauer nicht ganz so recht war. Und genau hier möchte ich dann mit Schopenhauer einsteigen und etwas dazu sagen, denn es ist genau diese, ich sag mal, untilgbare Kopplung an das Absolute bei Schelling, die Schopenhauer an Schellings Natur für untragbar hält und dementsprechend auch kritisiert. Während Schopenhauer an vielen Stellen von Schellings Schriften durchaus affirmierende und positive Worte zu verlieren weiß, man muss dazu sagen, meistens nicht publiziert und meistens sehr versteckt, nichtsdestotrotz gibt es positive Worte zu Schellings Philosophie bei Schopenhauer, so erntet gerade diese allgegenwärtige Präsenz des Absoluten bei in Schellings Naturphilosophie vehemente Kritik durch Schopenhauer. In Schopenhauers Notizen zu Schellings Freiheitsschrift beispielsweise, ich habe damit gerade eben geschlossen, findet sich beispielsweise folgende Kritik am Absoluten, Schopenhauer ausführt. Es, das Absolute, ist ein Produkt des transzendenten Verstandes, so gut wie der Herrgott, das Chaos, die Schöpfung und alle Teleologie und Dämonologie jeder Zeit. Es ist der absolute Ruhepunkt, den Denken zu unserem, den zu denken unser Verstand uns nötigt. Dass es aber ein Paralogismus sei, wird daraus klar, dass, wenn wir seinen Begriff konsequent verfolgen, das reine Nichts übrig bleibt. Außer dem Absoluten kann nichts sein, nämlich in dem Sinn, in dem das Absolute ist. Und zu dasselbe, für dasselbe ihm gegenüber ist nichts. Das Absolute ist für Schopenhauer hier jetzt nichts anderes als ein Produkt des transzendenten Verstandes und kann demnach auch den strengen erkenntnistheoretischen Einschränkungen und Bedingungen, die Schopenhauer sich selbst und seiner Philosophie vorgibt, nicht gerecht werden. Man denkt hier, man kann ja an das erste Buch beispielsweise der Welt als Vernunft Vorstellung denken, den Schopenhauer die Erkenntnistheorie ein bisschen ausführt, oder auch an die vierfache Wurzel. Mit diesen Grundbedingungen, die Schopenhauer aufgestellt hat, in Anlehnung an Kant, kann er dieses Produkt des transzendenten Verstandes nicht halten. Entsprechend fällt Schopenhauers auch Begründung seiner Kritik in den Notizen aus. Es geht an der Stelle weiter. Entschuldigen Sie dieses sehr lange Zitat. Ich finde es eigentlich sehr aussagekräftig. Nun sind wir keines Begriffs eine Existenz fähig, die nicht sei ein vorstellendes und ein vorgestelltes Subjekt und Objekt. Immer brauchen wir, um uns irgendein Sein zu denken, Pluralität oder wenigstens Dualismus. Und wenn denn nicht etwa zwei Urwesen einander ewig gegenüberliegen und sich anstarren, wo dann eines nichts als das Bewusstsein des anderen wäre, womit dem einen dann auch das andere aufgehoben wäre, wir sie aber deshalb doch nicht als eins denken können, sondern immer im Dualismus denken müssen,
So haben wir gleich wieder Wandel, Wechsel, Werden und suchen für diese den Ruhepunkt gerade wie zuerst. Wollen wir den Dualismus aber aufheben, so denken wir uns gar nichts mehr, obgleich dies nicht hindert, dass wir mit Fichte sagen können, hier dann eben auch mit Schelling, ich denke mir eins, das da ist durch sich, von sich, in sich und nichts außer ihm, nur ist das gelogen. Gibt man es aber auch zu und nimmt man an, dass man es gedacht habe, so lässt sich aus einem solchen auf keine Weise die Zeit mit ihrer Welt und ihrem Wandel ableiten. Und das genau ist das Projekt Schellings eigentlich, der Versuch, aus dem eben die Natur zu konstruieren. Das Absolute scheidet für Schopenhauer also als Konzept innerhalb der Philosophie grundsätzlich aus. Tatsächlich hält Schopenhauer den Begriff des Absoluten nicht allein für nicht haltbar, sondern unterstellt Schelling zusammen mit anderen zeitgenössischen Philosophen wie gerade eben Fichte oder eben auch Hegel einen Obskurantismus. Durch die Wahl undeutlicher und nichtssagender Begriffe würde versucht, in irgendeiner Art und Weise der Leser irre zu führen. Es gibt hier nochmal ein längeres Zitat, das muss ich jetzt nicht unbedingt vorlesen. Letzten Endes geht es hier, kritisiert Schopenhauer hier lediglich, dass solche Begriffe wie eben Unendliches, Endliches, Sinnliches, Übersinnliches, Idee des Seins, Vernunftideen oder das Absolute, Ideen des Guten, das Göttliche und so weiter, dass durch diese ganzen Begriffe eigentlich nichts gesagt ist und man damit, das Ende dieses Zitates ist dann sehr schön, der höchste Punkt, ihnen absehbare Gipfel der Weisheit ist eben, für jede mögliche Frage dergleichen fertige Worte in Bereitschaft zu haben. Und dann sagt man auf jede Frage ja eben das Absolute und gut ist. Schopenhauers Kritik an Schellings und also Schellings System und auch Hegel und Fichte. Schopenhauer möchte also mit seiner eigenen Philosophie eben nicht solche hell-dunklen Begriffe, wie er sagt, verbunden wissen und betont daher immer wieder das Primat der Anschauung, das er hat. Das heißt also, egal wie es eine Philosophie, also wie eine Philosophie gemacht wird, sie muss immanent sein und sie muss immer auf eine Anschauung letzten Endes. Alle Begriffe müssen in irgendeiner Art und Weise einen klaren Bezug zur Anschauung haben. Mit dem Verzicht auf ein Absolutes als Identitätspunkt ist Schopenhauer allerdings dann natürlich auch die Möglichkeit einer Naturphilosophie im schellischen Sinne verwahrt. Das heißt, die Selbsttätigkeit der Natur oder die Naturzweckmäßigkeit können nicht mehr von einer Identität von Natur und Geist erklärt werden. Auch die Konstruktion einer Naturwissenschaft a priori, wie Schelling es versucht, ist für Schopenhauer damit nicht mehr möglich. Es stellt sich dann also die Frage, weshalb Schopenhauer trotzdem an der Schellingschen Philosophie immer wieder weitergearbeitet hat und sie nicht vollkommen verwirft, beiseite gelegt hat und gesagt hat, brauchen wir nicht. Meines Erachtens gibt es dafür zwei Gründe. Einerseits, dass Schellings Naturphilosophie zur Zeit Schopenhauers eine der einflussreichsten naturphilosophischen Systeme war. Es gibt noch ein paar andere, aber Schelling ist wohl der am meisten zitiert und gelesene zu der damaligen Zeit. Muss Schopenhauer, wenn er ernsthaft versucht hat, eine Naturmetaphysik aufzustellen, und wir wissen ja auch, dass Schopenhauer sich sehr viel mit den zeitgenössischen Naturwissenschaften auseinandergesetzt hat, ist er auch nicht drum herum gekommen, sich ausführlich und intensiv mit Schelling auseinanderzusetzen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite allerdings gibt es meines Erachtens noch einen anderen Grund, nämlich der, dass Schopenhauer zwei grundlegende Elemente mit Schellings Naturphilosophie dennoch gemeinsam hat, beziehungsweise Schopenhauers Naturmetaphysik. Nämlich eben die genannte Selbsttätigkeit der Natur, eine aus sich selbst heraus produktiv und zweckmäßig zielgerichtete Natur, nur dass Schopenhauer nicht mehr die Mittel nutzen kann, die Schelling genutzt hat, um das zu erklären. Und das zweite ist die Emanzipation der Natur von der Vernunft, beziehungsweise, Schopenhauer geht sogar noch einen Schritt weiter, der Emanzipation von Naturwissenschaften, von der Philosophie im Sinne einer Transzendentalphilosophie beispielsweise. Inwiefern die Naturwissenschaften bei Schopenhauer ein Stück weit emanzipiert gedacht werden, das kann ich gerne gleich nochmal in der Diskussion erläutern, falls da Bedarf ist. Das habe ich jetzt mal hier ausgeklammert, weil ich sonst, glaube ich, in Zeitprobleme geraten würde. Und das muss ja nicht sein. So. Und dieses gemeinsame Interesse, also einmal an dieser Emanzipation der Natur und einmal an der Selbsttätigkeit der Natur, führt dazu, dass Schopenhauer an Schelling immer noch einen konstanten Diskussionspartner hat, wenn auch an einer asymmetrischen Diskussion, denn Schopenhauer diskutiert mit Schelling oder dass Schelling antwortet, an dem Rand von Texten sozusagen.
Das führt dazu, dass Schopenhauer eigentlich konstant im Entwickeln seines eigenen Systems und auch später beim weiteren Verlauf des Weiterentwickeln seines Systems immer wieder an Schelling sich abarbeitet und sein eigenes System einer Naturmetaphysik daran an Kontur gewinnt. Und jetzt möchte ich kurz auf Gemeinsamkeiten zwischen Schopenhauer und Schellings System eingehen. Ja, das geht noch. Damit klar wird, wo die Gemeinsamkeiten zwischen Schelling und Schopenhauer liegen, die es trotzdem erlauben, dass beides möglich ist. Ich habe einem bei Schelling bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass das Ganze mit dem gleichrangigen System, also zwei gleichrangigen Systemen zusammenhängt, einmal Transzendentalphilosophie und Naturphilosophie, sozusagen ein Zerfallen in zwei Systeme. Und das ist etwas, was wir bei Schopenhauer ebenfalls kennen, etwas Ähnliches. Bei Schopenhauer gibt es kein Zerfallen, aber es gibt eine in zwei unterschiedliche Aspekte gegliederte Welt oder zwei Perspektive gegebene Welt. Das Hauptwerk allein gibt schon den Indiz dafür, die Welt als Wille und Vorstellung. Hier haben wir zwei verschiedene Aspekte dieser Welt, die eben nicht als Mischung gedacht sind. Die Welt ist zu 80% Wille, zu 20% Vorstellung, sondern, wie Schopenhauer selbst sagt, die Welt ist zugleich ganz Vorstellung und ganz Wille. Und Wille und Vorstellung, führt Schopenhauer dann an anderer Stelle aus, sind totogenere verschieden. Das erinnert schon einmal recht interessant an diese Konzeption bei Schelling. Die Naturphilosophie und die Transzendentalphilosophie sind zwei vollkommen unabhängige, nicht ineinander reduzierbare Systeme. Bei Schopenhauer sind Wille und Vorstellung auch zwei unabhängige Betrachtungsweisen der Welt, die so nicht ineinander reduzierbar sind, zumindest nicht ohne weiteres. Interessant kann man hier auch festhalten, oder interessanterweise kann man hier auch festhalten, dass Schopenhauer für den Aspekt des Willens sich auch solcher Begriffe bedient wie das Reale oder das Reelle. Und für den Aspekt der Welt als Vorstellung bedient er sich solcher Begriffe wie Ideal und Ideell, was ebenfalls an Schellings Konzeption erinnert. Auch das erste Buch der Welt als Wille und Vorstellung, genau, die erste Betrachtung der Welt als Vorstellung, heißt es ja, widmet sich der Erkenntnistheorie und hat sehr, sehr viele Ähnlichkeiten oder Parallelen zu dem, was typischerweise in einer Transzendentalphilosophie ausgearbeitet wird, während die erste Betrachtung der Welt als Wille, das zweite Buch dann, sich ausschließlich der Naturmetaphysik widmet. Also hier sieht man gewisse Parallelen, die sich auftun. Des Weiteren sieht auch Schopenhauer als Aufgabe der Philosophie, dass die Philosophie letzten Endes diese zwei totogenere verschiedene Aspekte, Wille und Vorstellung, trotzdem irgendwie in eins denken muss, in einem einzigen organischen Gedanken zusammenführen muss. Allerdings nicht so wie Schelling als System also als absolutes System, in dem beide plötzlich identisch wären, sondern die Philosophie hat irgendwie die Aufgabe, diese beiden zusammenzubringen. Wie Schopenhauer das letzten Endes löst, darauf komme ich gleich kurz zu sprechen. Zuerst noch ein Wort zu dem Weltbegriff, denn hier passiert das Gleiche noch einmal. Indem die Welt selbst natürlich ganz Vorstellung und ganz Wille ist, könnte man hier durchaus von einer Art Identität sprechen. In der Welt sind beide dann doch identisch. Womit sich dann die Frage stellen würde, ob Schopenhauer hier nicht doch wieder dieses Absolute, was er ja kritisiert, hineinbringt. Und hier kann man sagen, dass das eben gerade nicht der Fall ist. In der Welt wird zwar von einer Identifizierung von Wille und Vorstellung gesprochen, aber anders als in Schellings Absoluten, bei dem er Schelling gewissermaßen den Standpunkt des Absoluten einnimmt, um von dort diese zwei Systeme zu verfolgen, ist es bei Schopenhauer genau andersherum. Er setzt sich nicht zunächst auf den Begriff der Welt und sagt, die Welt vereint alles und sie ist Wille und Vorstellung, sondern er nimmt eben Anlauf oder den Ausgangspunkt in etwas uns unmittelbar Gegebenen, etwas, was uns allen in der Anschauung beziehungsweise in der unmittelbaren, unmittelbar vertraut ist, nicht wie Schellings Absolutes, von dem er sagt, dass uns das eben nicht auf diese Art und Weise vertraut sei. Er wirft ja auch Schelling in diesem Kontext eben vor, dass der Begriff des Absoluten letzten Endes auf eine Hyperphysik führt. Kann ich mal kurz dieses Zitat bringen? Habe ich überhaupt die Zeit dazu? Ein bisschen, ja. Ja, ich lese kurz das Zitat. Hingegen die durch Schelling, vielmehr durch Kielmeyer, Cuvier, Geoffrey und Saint-Hilaire, mit einem Wort durch die Fortschritte der Naturwissenschaft in diesem Jahrhundert eingeführte Naturansicht
das Nachspüren des nämlichen Typus, der durchgängigen Analogie und der inneren Verwandtschaft aller Naturerscheinungen wird eine ganz richtige Philosophie der Naturwissenschaft sein, sobald sie gereinigt wird von aller schellingschen Hyperphysik. Daher auch, weil die Wahrheit ihr Recht behauptet, fast alle, die sich Naturphilosophen nennen, die schellingsche Hyperphysik haben fahren lassen und bloß nach seinem Vorgang die Philosophie der Naturwissenschaft bearbeiten. Hingegen verschrobene Erznarren wie Hegel bearbeiten seine Hyperphysik zu unwissend in der Naturwissenschaft, um in deren Philosophie etwas tun zu können. Keine Gelegenheit wird ausgelassen, etwas gegen Hegel zu sagen. Was Schopenhauer hier für die Philosophie der Naturwissenschaft sagt, sagt er gleichzeitig auch in diesem Zuge für seine eigene Metaphysik der Natur, nämlich, dass sie von dieser Hyperphysik, von dem Absoluten, von den Produkten des transzendenten Verstandes, Entschuldigung, befreit sein müsse. Es muss eine immanente Metaphysik werden. Und das funktioniert nur, indem man sich auf etwas Unmittelbares und Selbstgegebenes beruft. Und da beruft sich Schopenhauer auf das, womit er letzten Endes seinen Analogieschuss in seiner Philosophie gründet, nämlich auf die unmittelbare eigene Leiberfahrung. Das heißt, das, was wir bei Schelling mit dem Absoluten haben, Schelling versucht das Ganze, die Tätigkeit der Natur aus dem Absoluten zu erklären, eine sich selbst darstellendes Absolute, das dreht Schopenhauer zunächst einmal um in seiner immanenten Naturmetaphysik und beginnt eben mit der Doppeldeutigkeit der eigenen Leiberfahrung, denn wir nehmen uns selbst wahr, einmal als Wille und einmal als Vorstellung. Wir kennen uns selbst als Wollendes. Und damit hat Schopenhauer eine Möglichkeit, in der Natur, in den Objekten der Natur, auch eine Tätigkeit mit hineinzudenken, weil wir in uns selbst, in unserem eigenen Leib, eben eine Wollen, durch unser Wollen eine Tätigkeit kennen und wissen. Und damit sind wir dazu in der Lage, als Deutungsschablone für die Welt Erfahrung diesen Willen anzusetzen. Damit entkoppelt Schopenhauer allerdings auch gewissermaßen diese selbstständige Natur vollständig von der Vernunft, indem nämlich jetzt die Vernunft nicht mehr das grundlegende Vermögen des Menschen ist. Der Mensch ist grundlegend Wille, nimmt sich selbst als Wille wahr. Die Vernunft wird jetzt bloß nur noch zu einem bloßen Vermögen des Menschen und ist damit der Natur und dem Willen untergeordnet. Die Natur ist nicht länger eine Form der Selbstdarstellung einer absoluten Vernunft, sondern die Vernunft ist ein Werkzeug des Willens unter vielen anderen. Das drückt sich in Schopenhauers Konzeption der Philosophie ebenfalls aus. Ich hatte gerade eben angedeutet, dass die Philosophie ja doch auch beides zusammendenken soll. Zwar soll die Philosophie die Welt in Begriffen widerspiegeln, indem sie Wille und Vorstellung in eins denkt, aber da die Vernunft nur ein Werkzeug eben jenes Willens ist, sind ihr darin Grenzen gesetzt, nämlich die Philosophie oder die philosophische Erkenntnis kann nichts anderes sein als eine konstant oder beständig vorläufige Erkenntnis, die entpuppt sich als der unaufhörliche Versuch, die Welt als erkennbarer Ausdruck des Willens zu lesen. Und jetzt noch zu guter Letzt, und dann damit schließe ich dann auch gleich den Vortrag, beeile mich mal, möchte ich noch einmal auf diesen Begriff der Teleonomie zurückkommen und ihn im Kontext zu Schopenhauer bringen. Dann stellt sich jetzt bei Schopenhauer ebenfalls die Frage, wie ist Naturzweckmäßigkeit zu verstehen? In dem Schopenhauer das von Schelling begonnene Projekt einer Emanzipierung der Natur und, sag mal, einer Depotenzierung der Vernunft entschieden weiterführt, forciert Schopenhauer den Charakter des Unbewussten in der Naturzweckmäßigkeit, was letztlich im blinden Willen als metaphysisches Prinzip kulminiert. Plakativ kann man hier davon sprechen, dass die Naturzwecke nicht vernünftig sind, sondern die Vernunft ihrerseits lediglich zweckmäßig ist. Ganz im Sinne des oben diskutierten Begriffs der Teleonomie wäre also die Vernunft aus naturmetaphysischer Perspektive ebenfalls nur ein weiteres Element einer Funktionsanalyse der Natur. Dass es dabei zu einem Antinomie im Erkenntnisvermögen kommt, das ist Schopenhauer ganz bewusst und er nimmt dieses Problem auch sehr bewusst in Kauf. Es gibt dazu ja eine lange Passage. Der metaphysische Wille, jetzt genauer der Wille zum Leben, ist die für Schopenhauer geeignetste, weil uns vertrauteste Abstraktion zur Beschreibung dieses konstanten Strebens und Werdens und der Selbsttätigkeit der Natur. Der Wille wird zur Strukturanalogie der Natur.
Es geht Schopenhauer also weniger darum, die Tätigkeit der Natur insofern als zweckmäßig zu deuten, dass sie einem bestimmten Zweck, beispielsweise einem Vernunft vorgegebenen Zweck, folgt, sondern die Tätigkeit selbst als ein Streben ist etwas, das aus sich selbst heraus auf etwas zielt. Das Ziel selbst wird also nicht von außen vorgegeben, sondern liegt im Charakter des strebenden Wesens selbst. Der Charakterbegriff ist hier ein technischer Begriff bei Schopenhauer, der meines Erachtens stark auf Kants Charakterbegriff zurückführt, nämlich die Gesetzmäßigkeit der Kausalität, meint das. Dasjenige, was die Tätigkeit jedes Naturwesens bestimmt, ist dieses Wesen selbst, die Form des jeweiligen intelligiblen Charakters, das heißt die Idee im naturmetaphysischen Sinne. Da die Idee einerseits selbst als solche nicht erkennbar ist und andererseits nicht als von außen bestimmt verstanden werden darf, kann man davon sprechen, dass Schopenhauer diese Selbsttätigkeit in den Objektivierungsprozess der Idee verlagert. Und die Zweckmäßigkeit liegt letztlich im Streben des jeweiligen Wesens aus seinem eigenen Charakter heraus. Der Charakter der Welt, zum Beispiel der Natur, wäre vereinfacht als bloßes blindes Streben zu beschreiben. Meines Erachtens wäre es hier sogar besser, statt von Teleonomie, wie gerade eben eingeführt, bei Schopenhauer von einer Eidonomie zu sprechen oder Eidonomie, also einer Gesetzmäßigkeit durch Idee. Damit gibt sich bei Schopenhauers Philosophie auch keinen Zweck der gesamten Natur, wie das bei Schelling wäre, nämlich der Punkt hin zum Absoluten, zur Realisierung des Absoluten oder zur Selbstdarstellung des Absoluten. Man könnte jetzt vielleicht, um die Sache ein bisschen anschaulich zu machen, Schellings Naturphilosophie oder Naturbegriff mit den Worten des Herrn aus Goethes Faust umschreiben, nämlich ein guter Mensch in seinem dunklen Drange sich des rechten Weges stets bewusst. Das wäre so ein schöner Punkt, wie Schellings System ein bisschen funktioniert. Dieses Unbewusste der Natur zielt trotz dieses Unbewussten, trotz dieses dunklen Dranges irgendwie auf den rechten Weg. Wohingegen Schopenhauers Philosophie das unbewusste blinde Streben ganz und von jeder Möglichkeit, auf diesen rechten Weg zu kommen oder diesen rechten Weg zu haben, abschneidet. Nicht umsonst ist für Schopenhauer der einzige Weg zur Erlösung nicht darin gegeben, dass die Natur oder der Wille oder sonst etwas sich in diesem Prozess weiterentwickelt, sondern das genaue Gegenteil, es muss zur Verneinung des Willens kommen, um zur Erlösung zu gelangen. In einer kritischen Notiz zur Freiheitsschrift führt Schopenhauer den Gedanken auch explizit gegen Schelling ins Feld. Schelling schreibt, das ist ein Zitat, das Schopenhauer abgeschrieben hat, kein objektives Dasein ist möglich, ohne dass ein Geist es erkenne, kein Geist, ohne dass eine Welt für ihn da sei. Daraufhin antwortet Schopenhauer, verstehst du unter Geist Subjekt, so sprichst du wahr. Aber nur einen analytischen Satz. Nennst du mich einen Geist, so sage ich dir, ich wundere mich, wie ich zum Subjekt geworden bin und deshalb philosophiere ich. Getrieben durch das Bewusstsein, dass Subjektivität nicht mein absoluter Zustand ist, sondern einer, von dem ich Erlösung ersehne. Bekanntermaßen kommt es durch die allgegenwärtigen Willen in der Natur für Schopenhauer in der Welt zu einem beständigen Streben und Kämpfen aller Erscheinungen gegeneinander. Und alles und ein versöhnender Identitätspunkt, wie bei Schelling im Absoluten beispielsweise, gibt es nicht. Der muss ersetzt werden durch eine absolute pessimistische Variante, durch eine pessimistische Variante. An einer anderen Stelle in Schellings Notizen schreibt Schopenhauer dann, auf Seite 49 und 50 stehen zwei Anmerkungen, die das moralische und tierische Streben vereinen unter dem Begriff einer Tätigkeit, die das Nicht-Ich mit dem Ich identifizieren will. Hier haben wir dieses Streben hin, dieses Verhältnis von Natur und Geist. Wäre dies so, müsste sie ineinander übergehen, nicht aber sich durchaus entgegengesetzt sein, wie sie sind. In Klammern. Doch lässt sich denken, dass eins das andere verschlingen will und so gegenseitig, da ist Streben zum Verein und doch Gegensatz. Also Schopenhauer wendet diese Bewegung bei Schelling wirklich radikal um. Die einzige Möglichkeit, diesen Verein zu sehen, ist, indem sich die Dinge gegenseitig verschlingen wollen. Das Streben in der Welt ist zwar aus der Perspektive einer Funktionsanalyse zum Selbsterhalt jedes Wesens, auch bei Schopenhauer oder jeder Gattung oder jedes Systems, durchaus zweckmäßig. Aber eben diese Zweckmäßigkeit liegt einzig und allein in dem Charakter, das heißt der Idee des jeweiligen Wesens begründet. Somit kommt es durch die Individuation zu einem beständigen Kampf in der Welt. Das ist die pessimistische Erkenntnis dieser
in Anführungsstrichen Zweckmäßigkeit der Natur, dieser unbewusste Streben, dieses unbewusste Treiben. Da die Vernunft wurde mit dem Absoluten als letzter Fixstern des Strebens, wie es bei Schelling war, beseitigt, sodass nichts als diese ewige, leid- und qualvolle Welt übrig bleibt, von der es nur eine Erlösung gibt, indem man dieses Streben, das bei Schelling noch zum Absoluten oder zum Gott führt, entschieden verneint. Und damit schließe ich meinen Vortrag. Ich glaube, ich bin auch etwas über die Zeit hinausgeschossen, wie mir scheint. Entschuldigung.